Hallo bei Bubu Snakery. Heute geht es um das Thema Erbrechen. Und zwar nicht bei Menschen natürlich, sondern was machen, wenn eine Schlange mehrfach erbricht, welche Ursachen kann es haben und worauf solltet ihr dabei unbedingt achten? Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal erlebt, dass seine Schlange nach der Fütterung entweder relativ kurz danach, ein paar Minuten oder Stunden oder sogar einige Tage danach erbrochen hat, also das Futtertier wieder hochgewürgt hat. Grundsätzlich ist das nie wirklich eine gute Sache, denn für die Schlange ist das halt A mit einer wahnsinnig großen Anstrengung verbunden, B mit einem immer relativ hohen Flüssigkeitsverlust und zum anderen ist das Problem, wenn sie einmal erbrochen haben, dass sowohl Magen als auch Speiseröhre relativ stark gereizt sind und lange brauchen, um sich zu regenerieren, also wirklich mehrere Tage. Und dieser gesamte Prozess ist halt nicht sonderlich gut für den Körper, kann man sich sicherlich vorstellen. Wir selber, wenn wir erbrochen haben, fühlen uns danach ja auch nicht wirklich gut und es ist halt alles irgendwie anstrengend und so weiter. Bei den Schlangen ist es halt teilweise sogar noch ein bisschen extremer. Und von daher sollte man natürlich gucken, dass man das Ganze verhindert. Vor allen Dingen sollte man unbedingt verhindern, dass mehrfach gerade in Folge erbrochen wird, weil das dann natürlich irgendwann den Körper auch wirklich schwächt und mit einem wirklich hohen Flüssigkeitsverlust einhergeht, den sie teilweise durch Trinken nur noch schwierig wieder aufholen können oder aufarbeiten können sozusagen. Und dann kann es halt im Nachgang eben auch weitere Probleme geben. Also von daher sollte man eben wirklich gucken, woran liegt es, wenn das Tier erbricht. Und natürlich diese Ursache möglichst abstellen und möglichst zügig abstellen. Und ja, so eben verhindern, dass es zu einem weiteren Erbrechen kommt. Mögliche Ursachen für Erbrechen sind relativ vielfältig. Das kann zum Beispiel Stress sein. Gerade nach einem Einzug, also nach einem Umzug zum Beispiel, ist es relativ häufig so, wenn zu früh gefüttert wird, dass dann eben das Tier einfach noch so hoch im Stresspegel ist sozusagen, dass es einfach dann vor Stress erbricht. Deswegen grundsätzlich die Empfehlung, wenn ein Tier eingezogen ist, mindestens eine Woche kein Futter anbieten. Bei Subadulten oder adulten Tieren würde ich sogar auf mindestens 10 bis 14 Tage gehen. Und so verhindert man einfach wirklich diesen extrem hohen Stresspeak, sage ich mal, dass man in der Zeit eben füttert und dann ein Erbrechen riskiert. Aber auch bei Tieren, die schon länger bei einem wohnen, die also eigentlich keinen großartigen Stress mehr haben sollten, vorausgesetzt natürlich die Haltungsbedingungen stimmen, also sprich, das Tier hat genügend Versteckmöglichkeiten, das Terrarium ist blickdicht genug zu allen Seiten im Prinzip, also ringsrum, die Temperaturen stimmen und so weiter. Denn auch das kann dazu führen, also beispielsweise zu niedrige Temperaturen oder auch zu hohe Temperaturen, können dazu führen, dass die Verdauung eben nicht mehr vernünftig funktioniert. Zu niedrige Temperatur sorgt einfach dafür, dass der ganze Verdauungstrakt viel zu träge, viel zu langsam ist, weil Schlangen sind wechselwarme Tiere. Das heißt, der gesamte Körper, alle Prozesse im Prinzip im Körper sind an die Außentemperatur gebunden. Ist es zu kühl, arbeitet der gesamte Organismus langsam und dann kann eben natürlich auch die Verdauung nicht mehr anständig funktionieren. Und wenn dann das Futtertier quasi in der Schlange anfängt zu verwesen, bevor da irgendwie wirklich ein Verdauungsprozess ernsthaft in Gang ist, dann führt es eben dazu, um einer Vergiftung zu entgehen sozusagen, dass die Schlange eben das Futtertier wieder rausbringt. Und umgekehrt aber auch zu hohe Temperaturen können eben dazu führen, dass die Verdauung nicht schnell genug funktioniert, weil sie funktioniert dann natürlich in ausreichender Geschwindigkeit, aber es gibt natürlich auch irgendwo ein Limit der Verdauungsgeschwindigkeit oder der möglichen Verdauungsgeschwindigkeit. Und wenn die Temperaturen eben so hoch sind, dass das Futtertier eben zu schnell verwesen würde, aufgrund dieser hohen Temperaturen, sodass da auch die Verdauung nicht mehr hinterherkommt, kann auch das wiederum dann zum Erbrechen führen. Und von daher sollte man halt immer irgendwie auch darauf achten, dass die Temperaturen passen, dass es möglichst ein Temperaturgefälle im Terrarium gibt, also unterschiedliche Temperaturzonen, sodass sich das Tier eben wirklich aussuchen kann, wo es sich gerade aufhalten möchte, um eben alle Körperfunktionen optimal laufen zu lassen. Ein weiterer Faktor natürlich ist grundsätzlich Krankheit. Also ein Tier, was sich entweder grundsätzlich nicht gut, nicht gesund fühlt, kann natürlich eben erbrechen. Das ist bei uns Menschen ja auch nicht anders.
Aber auch natürlich spezifische Krankheiten können dafür sorgen. Also es gibt bestimmte Viruserkrankungen, die gerne dafür sorgen, dass erbrochen wird, auch ähnlich wie bei uns Menschen. Aber auch natürlich Magen- und Darmparasiten können dazu führen. Und ja, also das sind einfach Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte und worauf man dann eben wirklich auch achten sollte. Also wenn ein Futtertier mal erbrochen wird, das kann mal vorkommen, dann sollte man natürlich erstmal gucken, ob man irgendwie eine Ursache feststellen kann. Also sprich, sind die Temperaturen in Ordnung? Hat sich irgendwas verändert in letzter Zeit? Hat man selber vielleicht im Terrarium irgendwie rumgewühlt? Hatte das Tier Stress? Ist es gerade umgezogen? Hat es einen Standortwechsel? Was auch immer. Oder ist vielleicht ein neues Tier dazugekommen? Solche Sachen sollte man dann natürlich erstmal überprüfen gedanklich. Und wenn man aber keine Ursache feststellen kann, dann kann es natürlich auch immer sein, dass eine Krankheit dahinter steckt. Es kommt auch manchmal vor, dass erbrochen wird, ohne dass man eine Ursache feststellen kann, es aber bei einem einmaligen Erbrechen bleibt. Das heißt, die nächste Mahlzeit nach einer gewissen Wartezeit bleibt dann drin und auch die übernächste und überübernächste und es ist überhaupt kein Problem. Dann braucht man sich aus meiner Sicht noch nicht großartig Gedanken machen, es sei denn, das kommt jetzt bei diesem Tier mit gewisser Regelmäßigkeit vor. Dann sollte man natürlich auch gucken. Wenn es aber wirklich eine einmalige Sache ist, dann ja, war da vielleicht irgendwie was, was man als Mensch so jetzt nicht als Ursache ermitteln konnte, was aber im Prinzip auch weitgehend harmlos war. Wenn das Tier aber entweder regelmäßig oder sogar in Folge trotz Wartezeiten dazwischen erbricht, dann sollte man definitiv einen Reptilientierarzt aufsuchen und eben auf Viren, Bakterien untersuchen lassen, also sprich Abstriche aus dem Rachenraum, aus dem Kloaken, also aus der Kloake entnehmen lassen und das Ganze untersuchen lassen auf alle relevanten Erreger und natürlich auch Kotproben und gegebenenfalls auch sinnvollerweise jedenfalls eine Magenspülprobe untersuchen lassen, vor allen Dingen zum Beispiel auf Coccidien, Cryptosporidien, Giardien und solche Erreger. Aber natürlich auch Würmer und so können das auch verursachen. Also dann wirklich das Tier durchchecken lassen und gucken, woran es liegen kann. Denn das wäre dann auf jeden Fall nicht normal, sofern eben sämtliche andere Ursachen soweit ausgeschlossen werden können. Was auch immer eine gute Sache ist, wenn es zu mehrfachem Erbrechen kam, dann hat man ja auch, also nach dem ersten Mal schmeißt man das Futtertier wahrscheinlich einfach nur weg, vielleicht nach dem zweiten Mal auch noch, aber spätestens nach dem dritten Mal sollte man wirklich auch dieses Futtertier ins Labor schicken. Denn gerade, also um dem Tier zum Beispiel eine Magenspülprobe zu ersparen, sind diese erbrochenen Futtertiere halt wirklich eine gute Sache, um eben auf bestimmte Parasiten untersuchen zu können. Denn Cryptosporidien beispielsweise sind schwer bis gar nicht richtig oder gut oder zumindest nur sehr, sehr unzuverlässig im Kot nachzuweisen häufig. Und dafür ist eben diese Magenspülprobe wichtig. Wenn man jetzt aber ein erbrochenes Futtertier hat, was ja direkt aus dem Magen kommt, dann ist das auch immer eine super Sache, um es einfach untersuchen zu lassen, mit welchen Erregern es halt eben benetzt ist sozusagen. Und dann kann man eben der Schlange gegebenenfalls diese Magenspülprobe sogar komplett ersparen. Also in solchen Fällen, spätestens nach dem zweiten oder dritten Erbrechen hintereinander, bewahrt auf jeden Fall das Futtertier auf, packt es gut in eine Tüte oder Tüte ist eigentlich nicht so gut, aber in einen richtig guten verschlossenen Behälter. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, ging eigentlich um Kotproben, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Und dann schickt ihr eben das Futtertier, die Maus, die Ratte oder was auch immer es denn war, ins Labor und lasst eben analysieren, was da festzustellen ist. Und wie gesagt, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, hatte ich ja eingangs schon erzählt, lasst unbedingt mindestens 7 bis 10 Tage Pause zwischen den Fütterungen, wenn ein Futtertier erbrochen wurde. Denn wenn zu früh wieder gefüttert wird, dann hat es einfach in den meisten Fällen zur Folge, weil der Magen und die Speiseröhre noch so sehr gereizt ist, dass eben direkt wieder erbrochen wird, aber eigentlich ohne wirklichen Grund. Also eigentlich nur, weil eben diese Reizung da ist, aber nicht, weil das Tier eben krank ist oder irgendwelche anderen Probleme hat. Das heißt, dieses Erbrechen wäre definitiv vermeidbar. Wartet also bitte wirklich mindestens 7 bis 10 Tage. Bei adulten Tieren würde ich auf jeden Fall mindestens 14 Tage warten, bis wieder gefüttert wird. Und wenn man diese Wartezeit eingehalten wird und dann wieder erbrochen wird, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwie was nicht stimmt. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus diesem Video.
und wisst jetzt ganz gut, wie ihr darauf vorbereitet sein könnt, wenn sowas mal passiert oder was ihr zumindest beachten solltet, wenn es passiert. Aber auch natürlich, wie ihr es verhindern könnt, dass die Schlange erbricht, unnötigerweise vor allen Dingen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wie immer, und auch ein Abo. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos und dann sehen wir uns demnächst.